jetzt probieren wir, nachdem wir den Pokéball geschafft haben, den Superball. Mit demselben Team, was wir jetzt hatten. Kann losgehen. So. Okay. Kann losgehen. Wir sind jetzt entwickelt. Das Pokémon-Turnier im Pokémon-Park mit dem Superball steht kurz bevor. Die begeisterte Menge heizt die Kämpfer ordentlich an. Oh, wir sind richtig angeheizt, Junge. Psychokinese! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt! Nice. Das nenne ich einen Blitzstil! Das könnte ein einseitiger Kampf werden. Sie gucken wir mal. Sich in Kampfposition. Okay, Nidorina. Frei für Nidorina! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 2 Pokémon. Noch ist nichts entschieden. Wow! Nein, Volltreffer. Gar nicht. Besiegt, easy. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Ringfrei Slimer. Für Slimer! Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Slamer, oben geiles Pokémon. Sehr einseitig. So sieht es aus. Beinhart. Gewonnen. Mashallah. Und die Dampframme schlägt zu. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Das sieht gar nicht gut aus. Drei Elektro, drei Pflanzen-Pokémon. Was für ein Kampf erwartet uns wohl? Die zweite Runde beginnt. Für solche Fälle hätte ich eigentlich einen Bodenpokémon gebraucht, ey. Sie begeben sich in Kampfposition. Ach nein, Donnerwelle. Es setzt Donnerwelle ein. Oh, es ist paralysiert. Ja, ich hätte doch mal Dings reinnehmen sollen. Mein Nidoking. Erdbeben. Oha, da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. So. Kreideschrei. Ein schrecklicher Kreideschrei. Okay, da wird die Verteidigung geschlossen. Die Verteidigung ist gefallen. Ziemlich stark sogar. So sieht es aus. Perfekter Treffer. Oh, ist das das Ende? Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Ringfrei für Duplor. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Ein Pokémon wechselt den an. So sieht's aus, meine Jungs, so sieht's aus. Ringfrei für Magmar. Für Magmar. Okay, Säure. Was nun?
Damit kann ich leben auf jeden Fall. Beeinflusst der Wechsel das Endergebnis? Ja. Flammenwurf. Flammenwurf. Eine sehr effektive Attacke. Bam, bam, bam. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Wenn man es kann, kann man es auch frisch zeigen, ne? Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Voltoball. Voltoball. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Warum darf ein Volleyball anfangen gegen Magma, verdammte Scheiße? Es ist paralysiert. Es ist vollständig paralysiert. Kötze. Sie schenken sich wirklich nichts. Es kommt wahrscheinlich Donner oder sowas. Donnerblitz, alles klar. Das zockt mir wenig. Was ist das? Ein guter Treffer. Komm, Magma. Wie kommt denn das? Zeig euch, dass du schnell zugeschnitzt bist. Dampfer. Oh, fuck, ey. Ein sehr rasanter Kampf. Der lebt wohl noch. Sie begegnen sich in Kampfposition. Und für solche, und für sowas brauchst du halt einen Boden-Pokémon. Was geht ab? Ja, ein Treffer. Sehr schön. So, dass du gar nicht erst paralysiert werden kannst. Oh, ist das das Ende? Das war's! Der Kampf ist vorbei! Nice! Wir siegen. Perfekt. Der Jongleur. Denke. So machen wir's. Die Aufstellung für die dritte Runde sieht viel. Ich werde beobachtet von meiner Großen. Na, wie ist das? Michi, was ist denn los? Okay, Pixie. Wir machen wieder die alte Strategie. Wir tun ja erst versuchen zu verwirren, dass ich selber Schaden dazu füge. Hoch zu keep, okay. Hoppla, es greift sich selbst an. So muss es sein. Spannungsfeuerwerk. Und jetzt können wir immer schön ein bisschen drauf gehen und ein bisschen Peace hacken, auf jeden Fall. Was nun? Hübsches Nuss. Ein guter Treffer. Konter. Oh, die Attacke. Gott sei Dank, Alter. Der brandheiße Kampf reißt die Zuschauer weg. Jetzt. Seine Spezialattacke ist am Boden. Es ist nicht mehr verwirrt. Oh nein, Schlafpuder. Das ist Schlafpuder. Nee. Der Angriff zeigt keine Wirkung. Ein sehr rasanter Kampf. Es ist Zeit für Donnerblitz. Ich hoffe, das reicht. Was ist das? Ja, ein Treffer. Oh, ist das das Ende? Der nächste Kämpfer macht sich bereit. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Okay, Apollo. Apollo. Ja, der guckt mal die Größenverhältnisse an zwischen Gengar und Apollo. Noch ist nichts entschieden. Na komm, 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 zeig dir mal von Weitem. Jo. Absolut, absolut krank. Krank. So. Hier ist der Angriff. Oha, da
jemand das falsche Pokémon gewählt. Es lebt noch, scheiße. Hypnose, oh nein. Hypnose. Die Attacke ist fehlgeschlagen. Oh Gott sei Dank. Sie schenken sich wirklich. Ich hab schon alles gehört wegen Traumfresser. Na gut, ich hätte eh getauscht, aber trotzdem. Psychokinese. Genau auf die Schwachstelle. Es ist am Boden. Mhm. Hübsche. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Hübschen. Ring ich bin gerade überlegen, kann der irgendeine Attacke lernen, die dem, das, was mir Schaden zufügt? Ich glaube nicht. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Na gut, Toxin, ich glaube Toxin kann jedes Pokémon lernen. Wie kommt denn das? Vielleicht bin ich... Na gut, der ist besiegt. Feuertreffer und sehr effektiv weg. Mit einem Schlag besiegt. Drei hintereinander. Wieder drei Convenience. So muss es weitergehen. Und ja, das sind dieselben quasi Trainer wie in der ersten Runde. Bloß, dass sie jetzt welche Pokémon haben. Und ein paar Änderungen. Aber sonst sind das die gleichen. So. So, der nochmal Raichu. Turtok. Auf jeden Fall. Und Gengar. So, falls jetzt ein UNX und Gearock kommt, kann ich ja zu Dings tauschen. Zu Turtok. Mmh, ja, ich hab dich auch geliebt, meine Große. Meine Hübsche. Na, hübsche? So! Hübsche. Donnerblitz. Mal gucken, wie es zockt. Donnerblitz! Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Reicht nicht. Doppelteam. Es steigert seine Ausweichkraft. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Wie kommt denn das? Komm. Du kleiner, dreckiger, nicht so netter Mensch. Ein böser Treffer. Sie schenken sich wirklich nichts. Los, Raichu. Ein harter Treffer. Genau. Sehr schön, so will ich es sehen. Und nicht anders hier. Putz. Stehen sich gegenüber. Ja. Ringfrei für Shiloh. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener Elementklassen. Komm, Raichu. Komm, zeig's ihnen. Direkt vom Olymp. Donner. So knallen muss das hier. Butz. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. So, was kommt jetzt? Ringfrei für Onix. Und genau für solche Fälle habe ich meinen Turtok drin. Ein Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Ein Pokémon wechselt den an. Ringfrei für Turtok. Ich bin hier auch gut. Doppelteam. Oh nee. Es steigert seine Ausweichkraft. Das kann nicht sein Ernst sein. Das Endergebnis. Sie begeben sich in Kampfposition. Was passiert jetzt? Mitten in oh nee. Komm. Du musst nur treffen, Turtok. Du musst nur treffen. Leider daneben. Der will mich verarschen. Ein sehr rasanter Kampf. Turtok, du musst nur treffen. Mehr musst du gar nicht machen. Du musst nur treffen. Wie kommt denn das? Hm. Das hat
So ein Ding ist das hier. Sehr schön. Unglaublich! Mit einem Schlag besiegt! Ja. Das war's! Der Kampf ist vorbei! Meine Hübsche. Das ist Batman. So, 4 Siege in Folge und das Pokémon gestirbt. So muss das. Jetzt kommen wir der Exorzistin. Okay, das riecht wie definitiv nach Gengar. Aber hundertprozentig. So, dann nehmen wir noch Turtok rein. Auf jeden Fall. Und dann können wir eigentlich noch Magma mit reinnehmen. Ja, nehmen wir noch Magma rein. Los geht's. Zweite Hälfte des Turniers beginnt. Die Sache wird langsam spannend. Auf in die 5. Runde. Sie beginnen los, mein kleines Gengar. Ein kraftvoller Angriff. Und der lebt noch, scheiße. Konfusstrahl. Das war ein Konfusstrahl. Es ist verwirrt. Das ist uncool. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Komm, Gengar. Der entsetzliche Nachtnebel. Ja, ein Treffer. Oh, ist das das Ende? Der große? Okay. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Gegolking. Für Golking. Nun kämpfen zwei Pokémon verschiedener. Okay, warte, ich hab ein Magma drin. Gut, das kannst du mit einer reinnehmen. Ich probier's einfach mal. So. Ne, Wechselschalte einfach. Es ist nicht mehr verwirrt. Da ist er ganz vorne laufen. Pow! Lebt aber noch. Rutenschlag. Nach dem Rutenschlag. Seine Verteidigung ist gefallen. Sie schenken sich wirklich nicht. Ich hätte vielleicht gedacht, dass ich hier länger verwirrt bin. Richtig wild. Donnerblitz. Genau auf die Schwachstelle. Es ist am Boden. Klingt aus einfach eine Maschine. Goldbart. Frei für Goldbart. Der aktuelle Stand ist 3 gegen 1 Pokémon. Der Kampf ist nun sehr einseitig. Was nun? Lebt noch, also, okay. Konfusstrahl. Was passiert jetzt? Es ist verwirrt. Okay. Der Arena-Fight geht. Es ist. Wie kommt denn das? Ach, schwerer Treffer. Schwerer Treffer. Auf die Treffer. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Gengar-Leiter der Maschine. Muss man einfach sagen. Okay. Der Domteur. Dann nehmen wir wieder Turtok. Auf jeden Fall rein. Warte mal kurz. Ah ne, der hat Hydro-Pump und kein Surfer. Okay, wir bleiben bei Turtok auf jeden Fall. Dann nehmen wir alle Fälle Gengar rein. Die Gengar ist eine Maschine, geht einfach durch.
Obwohl der jetzt zwei Boden-Pokémon hat. Und dann nehme ich noch einfach gepflegt. War schon mal, oder? So. Ach komm, scheiß drauf, schnell für Garatos rein. Dass er Oma mit dem Team mal reingenommen wird. Das Feld lichtet sich langsam. Wir sind in der sechsten Runde. Und das ist ein Polita. Achso, kann losgehen. Das ist der Surfer zum Gruße. Sie bewegen sich in Kampfposition. Der darf anfangen. Das ist ja irre. Oh, Top Team! Ihr Angriff zeigt keine Wirkung. Den Surfer zum Gruße. Oha! Da hat jemand das falsche Pokémon gewählt. Das nenne ich einen Blitzsieg. Okay. Das haben wir auf jeden Fall schon mal besiegt. Das Ponyta. Nein! Was nun? Ein böser Treffer. Dieser kleine Wichser! Hier ist der Angriff. Dampfhammer. Ey, da hat der Superzahn. Wahres Spannungsfeuerwerk. Was ist das denn? Was passiert jetzt? Oh Gott sei Dank. Oh. Ich hab schon meinen Tod gesehen. Ein guter Treffer. Ja, ich mit Superzahn bis zur Hälfte runterschwächen und dann mit Hyperzahn, was glaube ich eine höhere Volltrefferquote hat, dann einfach nachgehen. Ja, Radikal ist wirklich gar kein schlechtes Pokémon. Kannst du sagen, was du willst. Das Ding ist schon eklig, wieso? Auf jeden Fall. So, und dann kannst du dir noch relativ gute Attacken beibringen. Wie Donner, Blitz, glaube ich, und Donner. Toxin kann ja jedes Bogen beibringen. Risikotackle, aber naja. Was ist das? Ein guter Treffer. Und zum krönenden Abschluss würde ich einfach sagen: Machen wir den Hyperstrahl, oder? Es ist am Boden. Pah. Das war's. Der Kampf ist vorbei. Okay, jetzt kommt der Psycho. Ach du Heilige. Okay. Wir haben sowas am Start auf jeden Fall. Boah, 3, 4 Psycho-Pokémon. Schnell mal Magma rein. Also Gengar kann ich knicken. So. Gegen 4 Psycho-Pokémon. Jeder davon hat Psychokinese oder Psy-Welle oder irgendwie sowas. Nee, kannst du vergessen. Das kannst du knicken. Ich probiere es jetzt einfach mal mit Magma, Turtok und Garados. Dieses nicht so nette Pokémon. Letztes beim Pokémon Cup mein Turtok fast zur Hälfte abgezogen. Ein böser Treffer. Über der Hälfte, sehr schön. Wie wird der Trainer reagieren?
So, und da ich mit mein, Gengar den der One hitten kann, muss ich das so machen. So, den ersten haben wir schon mal besiegt, auf jeden Fall. Hier, aber selbst mein Magma, der Level 55 ist. Taubos. Okay, da wechseln wir. Der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen. Sie begegnen sich im Kampf. Dann wechseln wir mal. Ein Pokémon wechselt den an. Trinkfrei für Turtok. Fliegen. Es steigt in den Himmel empor. Der ist jetzt wirklich fliegen ein. Eisstrahl. Der müsste anfangen. Ja. Das war mir schon klar. Was nun? Ging vorbei. Boah, Alter, wirklich. Alter, ich würde so kotzen. Hier ist der Angriff. Eine sehr effektive Attacke. Der lebt noch. Das war mir schon klar, dass der noch lebt. Sie schenken sich wirklich nicht. Ruckzuckhieb. Was passiert jetzt? Uff. Sehr schön. Die Pokémon auf der Reservebank werden immer weniger. Hat er noch einen Ibitak reingenommen? Krasse Scheiße. Warum nimmst du da King Rosanna oder so rein? Ach fuck, Bohrschnabel. Scheiße. Was ist das? Ein guter Treffer. Er zieht. Oh, der zieht. Ein kraftvoller Angriff. Genau auf die Schwachstelle. Ein sehr rasanter Kampf. Die Kämpfer stehen sich gegenüber. Was geht ab? Ja, ach, ein Treffer. Wie kommt denn das? Perfekter Treffer. Oh, ist das das Ende? Das war's. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Uff. Uff, uff, uff. So. Jetzt kommen wir zum Kreis. Der da für ein Dragonier. Das war mir schon klar an der Stelle. So, und am Ende hat er, glaube ich, noch, hat er dann beim Hyperball oder beim Meisterball hat er dann einen Dragoran und einen Glurak. So, wir nehmen Turtok rein auf jeden Fall, dann nehmen wir Gengar rein auf jeden Fall. Dann probieren wir mal mit Garados. Ja. Geht los. Es ist soweit, das Finale. In Kürze dürfen wir einen glorreichen neuen Champion feiern. Ein Ormod. Da fahren wir sogar ein Ormod ist. Da das Pokémon einfach Gift Käfers. Sie halten sich mit Drohgebärden an. Boah, Toxin, was für ein Arschloch. Ups. Oh, Toxin! Es will den Gegner langsam, aber stetig schwächen. Und da das ein Giftkäfer in seinem Pokémon ist. Ein guter Treffer. Du Sack! Psychokinese. Was nun? Das war eine Schwachstelle. Oh, fuck. Hier ist der Angriff. Ach, schwerer Treffer. Sie
sich wirklich nichts. Scheiße. Ich bin tot. Was passiert jetzt? Eine kraftvolle Attacke. Oh, ist das das Ende? Alter Schwede. Welches Pokémon ist nun an der Reihe? Magma. Ring frei für Gengar. Oh, ich habe Gengar. Ach stimmt, ich habe Gengar mit drin. Nun heißt es 2 Pokémon gegen 3. Noch ist nichts entschieden. Psychokinese. Ach stimmt, ich habe Gengar reingenommen. Eine sehr effektive Attacke. Oder weil ich Magma reingenommen und habe Gengar reingenommen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Wie das war. Pokémon wird die Arena betreten. Ring frei für Dragonier. Wird der Pokémon-Typ den Kampf beeinflussen? Sie begegnen sich in Kampfposition. Ein Pokémon wechselt den an. Ring frei für Garados. Donnerwelle. Oh nein. Fuck. Also wie ich das hasse. Wie ich das hasse. Sie heizen sich mit Drohgebärden an. Donner. Oh nein. Donner. Und das trifft auch noch. Der ist tot. Nee, der lebt noch. Es ist vollständig paralysiert. Ist das ein Kotzen. Gut, die Runde geht an den Typ. Treffne. Garados. Mach irgendwas. Volltreffer, vereisen. Genau auf die Schwachstelle. Oh, Dicky. Beide Pokémon sind erschöpft. Komm, geh wieder vorbei. Komm. Fuck. Scheiße. Hätte ja klappen können. Nur noch ein Pokémon ist übrig. Bitte, Gengar, lass dich. Komm, Gengar, du musst anfangen. Du musst anfangen. Komm, Gengar. Ja! Mashallah. So sieht es aus. Guter Treffer! Oh, ist das Ende! So. Es kommt echt drauf an, welches Pokémon der halt als letztes. Ich hoffe, kein Boden-Pokémon. Für Parasek. Beide Seiten haben nur noch ein Pokémon übrig. Nun heißt es alles oder nichts. Guter Treffer. Ach du Scheiße. Pilzsporen. Oh nein. Einschläfern der Pilzsporen. Oh nein. Oh, eingeschlafen. Du Ekel. Ein schlafender Gegner macht den Kampf ganz schön einseitig. Wie viel hab ich denn den abgezogen überhaupt? 48. Suff gewacht. Perfekt. Blutsauger. Oh fuck, die ist sehr effektiv. Nee, doch nicht, alles klar. Ein wahres Spannungsfeuerwerk. Es ist Zeit für den Konfusstrahl. Das war ein Konfusstrahl. Es ist verwirrt. Hoppla, es greift sich selbst an. So ein Ding ist das. Und jetzt. Wirklich nicht. Der Nacht. Was passiert jetzt? Ach, schwerer Treffer. Was ist Scheiße. Das? Nicht. Es ist wieder eingeschlafen. Was kannst du den ausdenken, die Kacke? Wie wird sich das Nickerchen auswirken? Komm, Gengar, wach auf. Gengar, du musst aufwachen. Und jetzt
zum krönenden Abschluss. Der entsetzliche Nachtnebel. Ja, ein Treffer. Uff. Gratulation, wir haben einen neuen Champion. Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke. Danke, 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 danke. Pokémon Cup Superball geschafft. Noch ein paar Pokémon, ey, zum Wechseln. Und das bedeutet, dass ich noch mehr Pokémon formen muss. Ich brauche noch welche Level 100. Oh Mann, ey. Aber naja, was soll's? Was soll man da machen?